So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Jetzt nach einer dreitägigen Pause wieder etwas entspannter mit mir in meinem Dark Souls 3 Experiment hier, was mich wirklich langsam, ich will nicht sagen resignieren lässt, aber es ist halt schon. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier gut vorankommen, ehrlich gesagt. Ich habe ja wieder ein paar Tipps bekommen von euch, vielen Dank dafür auch. Und schauen wir mal, was uns denn heute so begegnet. Ich habe auch letztes Mal gesehen, dass ich durch meinen verzweifelten Zustand wohl das Mikrofon etwas übersteuert habe. Ich habe das diesmal ein bisschen mehr mit Abstand wieder. Ich hoffe, dass das nicht so laut wird dieses Mal. Denn bei aller Hilfe von euch in den Kommentaren streut sich jetzt auch so ein bisschen Ratlosigkeit ein, wie ich mir dir den Scheitel polieren soll. Danke auch nochmal für die Hintergründe dazu, was die gnädige Dame hinter der Kirchentür, warum sie von uns will, dass wir Midi erlösen, nachdem er die ganze Seelen, die dunklen Seelen in sich reingestopft hat. Ist es jetzt eigentlich ein Akt der Barmherzigkeit? Allerdings wehrt er sich natürlich auch sowohl gegen die Seelen als auch gegen uns. Was aber nichts ändert daran, dass ich langsam von diesem Zermürbenden immer wieder gegen anrennen, dass mich das wirklich langsam innerlich zerstört. Deswegen, ich nehme eure Anregung auch sehr ernst, dass ihr letztes Mal gesagt habt, sei doch nicht ab dem Zeitpunkt, wo man mal einen Fehler macht, so. Also da lasse ich so die Hoffnung fahren. Ich versuche das diese Folge besser zu machen, mal sehen, wie weit wir dann kommen. Und der Tipp, dass man bitte nicht nach rechts laufen soll, wenn er seinen Laserwahnsinn da kriegt, sondern eher nach links. Das könnte ich ja mal ausprobieren. Guten Tag, da sind wir wieder. Ich sehe nichts. Nein! Geh weg mit deinem Feuer, Bestie! Nein, daneben! Der macht mir Angst, der Junge, ey. Okay. Nein, 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 nicht jetzt. Ich bin noch nicht froh. Ach, das ist ja gar nicht der Stoß. Das ist ja sein mieser Doppelstoß. Oh, das war zu gierig. Und wieder schön am Rand hier. Nein! Oh, dieses vorbei. Macht mich wahnsinnig, die ist vorbeigeschlagen. Das gibt's noch nicht. Nein. Ich weiß, das sind nur 20 Schadenspunkte, aber immerhin.
Scheiße. Wenn er dann wieder aus diesem Blickwinkel raus ist, ist so fürchterlich. Und jetzt stehe ich schon wieder am Rand. Ach, darauf falle ich jedes Mal rein auf den Mist. Scheiße! Und dann reicht halt ein Fehler und dann war es das wieder. Ich habe den einfach auch aus dieser Ecke nicht rausgekriegt, an der Wand entlang. Das macht es sehr lästig, ehrlich gesagt. Mann, ey. Der Anfang war wieder so gut und dann ging es wieder in die Grütze. Da muss ich mich einfach auch mehr trauen, die Glut mal auszupacken. Ne? Also, dass ich da nicht ständig in Gefahr laufe, dass die Lebensenergie weg ist. Das muss ich dann auch doppelt so viel heilen. Ne? Na gut. Ja gut, bis Folge 200 ziehen wir das auf jeden Fall noch durch. Ich weiß gar nicht, was ist das, 197 jetzt? Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ein Lebensprojekt hier wird. Aber ich würde sagen, spätestens zu meinem 50. Geburtstag höre ich dann irgendwann auf. Ja, toll. Jetzt geht meine Fackel aus wegen deiner Kacke hier. Jetzt bin ich schon wieder irgendwo am Rand, oder? Warum bin ich neuerdings immer am Rand mit ihm? Irgendwas habe ich verändert im Ablauf. Okay, jetzt muss ich wieder an den Rand. Toll. Ach, Mist. Gerannt, Junge. Ach, Scheiße. Toll, jetzt ist die Funzel aus. Es ist doch zum Kotzen manchmal wirklich. Ich kann auch Feuer gucken. Na shit. Wollte ihm eine verpassen, aber das hat er natürlich geahnt, der Junge. Das ist wirklich hart hier, finde ich. Alles sehr hart.
Es kommt. Ach shit, verfluchter. Ach Mann! Alter, ist das harte Arbeit hier, ey. Spannung muss mir ins Gesicht geschrieben sein. Und nicht von der Position aus. Scheiße. Nein! Verflucht noch eins! Das war's dann wieder. Ach komm, Leute. Es ist so zum Kotzen, wirklich. So weitergeht, kann ich das bis zur Rente machen. Nee. Wie gut, dass Friedrich Merz uns die Rente verlängern will, den Renteneintritt verlängern will, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr Zeit für Media. Oh, ey, kotz wirklich. Immer ein so ein Schnitzer. Ich habe noch vorher gedacht in der Sekunde, hättest du mal den Balken noch auf die Gesundheit, hättest du das noch mal bis an die Kante aufgetankt mit Estos. Dann habe ich es doch nicht gemacht, weil ich dachte, ah, Verschwendung. Und dann hat man ja gesehen, wie viel Verschwendung das war. Ach, Leute. Die Leute, die hier diese Nachrichten direkt an die Kante von der Treppe machen, sollen in der Hölle schmoren, wirklich. Aber ich hatte bisher auch noch nie dreimal die hier Feuer auf das Schwert streifen müssen. Und wer sich wundert, also der Unterschied sind 568 zu 580. Das mag euch doof erscheinen, aber vielleicht machen die 10 oder 30 am Ende einen Unterschied. Einen Schlag übersehen. Okay, das wird gar nichts hier gerade. Okay, dieser Try ist wirklich kotz wird Scheißdreck. Den da? Ne, kriegt man nicht. Also jedenfalls nicht so, wie ich es gemacht habe. Aber so. Okay, so nicht. Ach Mann, jetzt hat er mich schon wieder so erwischt. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Ach. Dieses Spiel ist kein Spiel, das traumatisiert mich. Ich habe danach PTSD, keine Therapie gehen. Es ist auch so hinterhältig, Entschuldigung. Für jeden Fehler, den man macht, gibt es etwas, was einem dann nochmal richtig einen reindrückt hinterher.
Also wirklich. Oder auch so diese Dinge, dass dann halt diese ganzen Gegenstände, die man da hat. Jemand schrieb ja auch, dass man Blitz noch draufstreichen könnte aufs Schwert. Ich meine, ich habe ja Gott sei Dank den Schwertschaden auf dem Schwert. Aber dass das alles so Schweineviel kostet an Seelen. Dass das alles eine reine Verschwendung von Seelen ist. Und dann ja auch nur 0,0 hält. Also irgendwie so, weiß nicht, 20 Sekunden oder sowas. Das ist einfach die, insgesamt die Balance finde ich halt einfach merkwürdig in dem Spiel. Also wenn es dann eine Minute anhalten würde oder zwei oder drei oder was. Gut, vielleicht sind das ja auch eine Minute und es ist einfach so kurz für mich. Fühlt sich so kurz an. Nein! Was war der Move wieder? Ja toll, aber wenn er gegen die Decke fliegt, dann hat das keine Kollision, ja? Wenn er sich die Stalag mitten in den Schädel rammt. Er könnte wenigstens so nett sein, sich ein bisschen Schaden dann abzuholen. Nein! Das ist mein Untergang. Oh, shit. Also manche Sachen wirklich... Oh. Ich finde, dieser Gegner, Midir, ist derjenige, der am unverzeihlichsten bei Fehlern ist. Weil jeder Fehler einem nochmal hinterher richtig einen reindrückt. Ja, mach das doch gleich nochmal. Hey, dieses RNG ist wirklich... Woran liegt das, dass es dass er mal das eine macht, weil das andere dann wieder nicht? Jetzt bin ich vom Controller abgerutscht, schweißnasse Hände. Oh, da sind wir uns im Schaden schon begegnet. Im Tode vereint. Nein! Lasse ich die Lücke nicht. Okay. Nein! Oh shit, das war mein Ende. Ach shit, ich wollte zweimal heilen, das war's. Jetzt ist der Feuerbonus wieder weg, jetzt kommt wieder Rantamtam. Scheiße, wirklich. Nein, warum? Ach, deswegen, scheiße. Oh nein. Oh, ich muss weg, ich muss weg.
sie denn seine Glühwürmchen? Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Wo sind seine Glühwürmer? Nein, da sind seine Glühwürmer. Leute, ich hab Herz. Nein! Nein! Ihr hattet ja gesagt, ich... Oh Mann, nicht! Scheiße, verdammt! Ihr hattet doch gesagt, da könnte man ihn stunnen. Oh, shit! Oh Gott, ich hab Panik. Nein! Verdammt nochmal! Es ist einfach nicht machbar. Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Es macht mich krank. Oh Mann! Oh mein Gott! Oh Leute, ich habe Herzkablaster, ey. Oh Scheiße, ich muss kurz Pause machen. Sekunde. Ich bin wieder da. Alter, was für ein Kampf. Und in dem Moment, wo ich sage, wie ich das Spiel hasse, kriege ich dann nochmal den Stun. Dieses Spiel ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Unfassbar. Ist hier gar kein Feuer? Doch. Dann ist jetzt auch die Zeit gekommen, mir die Respekt zu zollen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert mit der Ring City, wenn er sie nicht mehr bewacht. Denn er sollte ja die Leute drin lassen in der Ring City. Achso, ich wollte ja mal gucken, was bei der Seele steht dann. Oh Gott, ich bin so durch gerade. Es macht mich jedes Mal fertig. So. Die Seele von Schwarzfraß Media, eine der verdrehten Seelen, von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten, bla bla. Media, der Nachfahre von Erzdrachen, wurde von den Göttern großgezogen und erhielt auf seine Unsterblichkeit die Pflicht, auf ewig die Finsternis zu bekämpfen. Okay, er hätte sie bekämpfen sollen. Er hätte sie nicht notwendigerweise fressen müssen. Diese Pflicht vergaß er selbst nach dem Ende der Götter nicht. Was für ein Schicksal, ey. Okay, wir haben 150.000 Seelen. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Was haben wir hier? Ach, das war die Ritualspende. Nee, wir haben ja noch was anderes bekommen. War das eine Waffe oder ein Ring oder was? Oder eine Krone? Nee.
Huch, wir haben den Kopf des weißen Predigers. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der leere Kopf einer weißgesichtigen Heuschrecke, die einem finsteren Sumpf entstieg. Wir wissen ja welchem. Diese Heuschrecken lockten Menschen mit Predigten in die Finsternis, obgleich sich die meisten von ihnen nur den Wanst vollstopfen wollten. Komisch, Heuschrecken hatte ich gar nicht die Assoziation. Ich hatte eher so dicke Stubenfliegen. Jemand sollte Tatkraft beweisen und den Pfad der Rechtschaffenheit bestreiten. Seid ihr vielleicht dieser jemand? Entstiegt ihr nicht dem Abgrund? Widerstandet ihr nicht dem Sog des Zeitalters, des Feuers? Heuschrecken und Menschen sind verwandte Seelen. Ach wat. Warum nicht gleich aufsetzen und es ihnen gleich tun? Och nö, ich weiß nicht. Obwohl, vielleicht können wir dann durch das Gebiet durchwandern oder so. War das jetzt ein Ring oder was? Ich habe jetzt hier nicht aufgepasst vor lauter Nervosität. Da, Speere der Kirche. Das Wappen der Prinzessin Felianor ziert ein grün angelaufenes Ornament aus frischem Gras, legt es an, um den Eid Speere der Kirche beizutreten. Die Speere der Kirche wachen über den Schlaf der Prinzessin. Gefährdet ein Eindringling die Kirche, ruft der Judikator sie als loyale Geister herbei, um die Gefahr zu beseitigen. Bei angelegten Wappen geschieht das automatisch. Loyalen Geistern, die als Speer der Kirche gerufen werden, wird ein Schutzsegen gewährt. Ja gut, aber heißt das jetzt, dass wir auch rein dürfen in die Kirche? Sie redete ja nur mit uns, wenn sie das war, ne? Redete sie ja nur mit uns durch die geschlossene Tür. Ich habe das Lore immer noch nicht so richtig parat. Oder war die Vertrocknete mit dem entschlüpften Ei, wo mir die draus geschlüpft ist scheinbar, war die Prinzessin Felianor. Auf jeden Fall, er ist ja da auch noch der Zugang zu dieser verstaubten Welt, wo wahrscheinlich Gwyn dann lauert, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich habe mich ja nicht vorher, das ist ja hier schon ziemlich blind, was ich hier mache. Obwohl man natürlich irgendwie, weiß nicht, Speedruns und No-Hit-Runs und sowas davon schon mal gesehen hat. Aber, oh, hier gibt es gleich noch was zu töten. Git. Sag mal, wie schön. Jetzt habe ich das am Finger kleben. Das ist Grund für eine Pause jetzt gerade mal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und schauen mal, dass wir da dann mal gucken, was die Seele uns bringt. Und vielleicht nochmal ein bisschen was steigen. Dann 150.000 Seelen. Und ein paar zerquetschte, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, bleibt schön neugierig. Ich danke euch, dass ihr mich da durchgebracht habt. Das war ein ganz schöner Ritt. Und irgendwann muss ich mal beim Kardiologen vorsprechen, wenn das so weitergeht. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Ciao.